Fight Training Facility. My name is Sarah, your trainer. Before we deploy you to a battlefield, I'll try to help you to get prepared as much as I can. So let's get to it. I'm sure you are already a veteran, and you are dying to get to the battlefield right away. But it won't hurt to cover the basics again, and we have some new tricks to learn. Okay, let's first find out how you can move around. First, a normal walk. Try to walk around. Ah, jetzt darf ich. Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kann das was mit dem Basti. Hallo, und wir spielen Line of Sight, ein Shooter. Was hat der in deinem linken Arm? Naja, ich hab mal geguckt, es hat auf Steam ausgeglichene Bewertung auf Steam. Ich drück drauf, nur Daumen nach unten. Ich hoffe aber nicht, dass diese Folge ein Flop wird, weil da stand drin hier, ja, nur Hacker, das Spiel macht nichts dagegen, Pay to Win und so ein Scheiß. Ganz ehrlich, ich hoffe nicht. Weil das Spiel wird dann auch nicht gut für meine Nerven sein. So, oh, ich sehe gerade. Okay, rauszählen aus dem Spiel. Kann ich nicht, um meine Facecam zu verschieben? Alles klar. WASD. Und das sieht auch bisher nicht so gut aus. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich die Grafik noch umstellen können. Let's try to walk silently this time. Ja, Steuerung. A silent walk is slow, but it makes no noise and you can also fire weapons more accurately. Try it. Muss man hier auf jeden Fall auf Steuerung legen. Is it too slow? Well then, how about a sprint? Ja, Shift. While sprinting, you can move faster, but you won't be able to shoot. Ich skip das jetzt nur nicht, weil I recommend you not to sprint when you are engaged in an active battle. Olle, quassel mir nicht in meine Aufnahme rein hier. Weil die sagte, es gibt wohl auch neue Features, deswegen skip ich das mal nicht. Ja, jetzt kann ich nicht auch springen. Enough about moving around. Let's go to the next area for other trainings. Oh, ich hab's befürchtet. Oh, there are some obstructions on your path. Sorry, let's jump over it. This time, there is an obstacle over your head. Crouching is useful to pass underneath some objects. Well done. Now we can talk about more fun stuff. Alles klar, jetzt geht los. What did you have in mind? Yes, that's right. We can talk about weapons. Das Handling sieht echt scheiße aus, das Spiel. Is the most basic skill as a soldier. To practice, go to the target practice area. Before you start shooting, let me explain about weapon information. Did you just see information highlights about your weapons and health in the lower right corner? If your health reaches zero, you will die. Nee, laber kein Scheiß, Olle. Maintain your health above zero at all times. The first bar is your health, and right below the health bar, you will see the armor protection bar. When you have some protections left, the damage to your head and body will be reduced. And there is other information on the weapon and bullets remaining. I can see that you have M4A1 and 30 bullets in the weapon magazine. Okay, let's try to shoot some targets. While shooting, you can always reload by pressing the reload hotkey at any time. Pretty obvious, right? Take all targets down. Boah, was du nicht sagst, Olle. Alter, boah, ist das laut. Okay, mit Zoom ist nichts. Good job. As a side note, you can inflict more damages when you aim at the head. Oops, I should have told you earlier, but I assumed you knew it already. How about some farther targets? When the targets are at a distance, it's better to aim and shoot. When you aim, the accuracy and stability will increase. Try to subdue all targets with aim. Alter, ich frag mich, was sie sich bei diesem Tutorial gedacht haben. Ja, wir setzen einfach meine Frau vor dem Mikrofon, die quasselt dann ein bisschen was. Boah, die Mausempfindlichkeit ist viel zu hoch. Alter, Junge.
Not bad. Viel It's time zu hoch. To explain about support weapons. Support weapons are throwables like grenades, deployables like claymore, or something that can help you fight. There are two different ways to use support weapons. Let's try Vorhin labert die auch nonstop und ich kann mich währenddessen nicht bewegen. Ich kann nichts machen. Or deploy the support weapon immediately. Got it? Then show me. Eliminate all targets with a grenade using Erstmal Maul halten hier, ja. Ich guck mir jetzt erstmal an hier, dass ich die Waffensounds hier oder generell das Master Volume ein bisschen runterschraub. So. Na, ja, das machen wir auch noch ein bisschen. So. Grafik ist auch ganz wichtig. Kriegen wir es hin? Fullscreen, Windowed, Frameless. Fullscreen ist cool. Render, ja. Field of View, Brightness. Hi. Jetzt bin ich mal gespannt. Spielt mir jetzt die Aufnahme ab? Nee, okay, ich habe es auf High gestellt. Lol, sag mir nicht. Jo. No. Das hat ja gar nichts an der Grafik verändert. Ah, die Mausempfindlichkeit. Da waren wir noch bei was. Gameplay, Maus, da. Nummer 16. Jawohl. Achso, ich muss eine Granate werfen. Lol, wie wirst du denn? Wie muss man hier Granaten werfen? Was ist das denn für ein Flummi? Ich will doch nur spielen. Okay, ich drücke jetzt die Taste. You just changed the current weapon to grenade. Press the fire button, but don't let go. You will see a trajectory. And then release the button toward the target to blow them away. Blow away! Ui. Fire in the hole! Leute, der lebt noch? Gibt's ja nicht. Very good. Now we have just completed the basic weapons training. Oh nein. Please pay special attention from now on. We're going to learn about special skills only available in line of sight called superpower or sometimes I just call it ability. Ja, gibt's nur hier. Then please Auf jeden Fall. Move to the next area to find out. Gibt's nur in line of sight. Habe ich noch nie irgendwo gesehen. Crisis, Warframe. Nein, gibt's nur hier. Before we can use ability, we need to charge up. Do you see the ability gauge in the lower right corner? I hope you didn't miss it. Ability gauge will recharge itself slowly over time, and it can recharge faster when you kill enemies. There are two different kinds of superpowers. Let's talk about ESP first. ESP is more like assistance. Das ist echt krass. Ich hasse solche Tutorials, wo nur gelabert wird und du nichts machen kannst. Ich darf mich nicht mal bewegen oder auf Kisten schießen oder so. Und es interessiert mich auch echt null, was sie da gerade erzählt. Vor allem behandelt das Spiel auch Shooter-Menschen hier, also Shooter-Spieler oder Generaleinsteiger, für voll die Vollidioten. Ja, was die wie der Thema gerade breit getreten hat, der einfach nur hier Waffe, rechtsklick, zoom, linksklick, schießen. Mehr musst du gar nicht wissen. Steuerung crouchen, C ist langsam gehen. Toll, weißt du, da musst du keinen Roman drüber schreiben. Wir sind jetzt schon 9 Minuten in der Aufnahme, Alter. Did you see what just happened? Cool, isn't it? I believe you now have a good idea when you want to use it. V oder Mausrad nach vorne drehen. You need to be aware of. Take a look at the health bar. It has decreased a little. Oh nein. These are very powerful skills and it not only uses ability points, but it also consumes your health.
But even if you... Oh, warte mal, ich muss mal kurz gucken, von wann das Spiel ist. Das Spiel ist... Wartet. Ich meine, die labert jetzt noch fröhlich im Hintergrund weiter vor sich hin, aber es interessiert uns ja eh nicht. Line of Sight da. Veröffentlicht, willst du mich verarschen? 31. Januar 2017? Dann siehst du so aus und machst so ein ausgelutschtes Tutorial. Ach komm. Das ist echt der Shit. Better to show it in action. Satellite strike has been issued. Do you see another icon right next to ESP? That's Satellite Strike Psionic. Go to the target practice area, aim at the target, and then press the psionic button. Ready? Go for it. Try to annihilate all targets using Satellite Strike. Ist auch gar nicht OP oder so. Ah, I want to point out that the ability points will recharge slower in actual battle than in this training. So use it sparingly. Congratulations! You have successfully completed basic training of line of sight. If you remember what I told you, you will have a better chance to survive in the battle. Alter, willst du mich verarschen? Für die zwei Fähigkeiten habe ich jetzt das Tutorial angeguckt. Try AI modes first before you get into a real battle. There are many veterans I already trained out there, and I know it's not fun dying. I know. So, for a review and more information, I prepared a guide for you. Please browse through it, and you may refer to it at any time. Nee, Schwester. I'm looking forward to your outstanding service. Good luck, soldier. Das erste, was ich jetzt... It's my pleasure to provide you training. Schnauze! Signing out, Sarah. Nee, Sarah, heute nicht, ey. Boah, Alter, ich mache erst das Erste, was ich jetzt mache, ist meine Facecam ein bisschen weiter nach rechts. Obwohl ich echt gerne wüsste. So. Und es sieht echt genau so komisch. Hallo, ich guck ein bisschen komisch. Guten Tag. Mann, ey. So, Screenshot. Alles klar. Ja, es sieht immer noch genauso kacke aus wie vorher. Hat sich irgendwie was zurückgestellt? Hi. Nee. Okay. Ah gut, Ingame-Username, alles klar. Wir auch, weil ich weiß, dass das Robin niemals spielen wird. Weil Robin nicht so der Shooter-Typ ist. Sarah's Training, 10.000 GP, Picture, wow. Ich will diesen Guide-Button nicht. Okay. Okay, man bekommt also an jeden Einlog-Tag ein bisschen Rewards. Tipps sind mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal. Was bist du? So, ich möchte jetzt bitte John Freeman. Für eine Stunde kann ich mir eine AK holen. Alles klar, das kann ich schon mal nicht leiden, dass ich mir die Waffen für unbegrenzt... Dass ich mir die Waffen quasi nur für einen gewissen Zeitraum leisten kann. Was kann ich denn hier so machen? Permanent. Permanent, permanent, okay. Ich nehme jetzt dich. So. Für eine Stunde. Was kann ich denn jetzt noch tunen? Genau, tunen kann ich auch noch. Krasse Metal-Mucke. Public. We can't go on together with suspicious minds. Alles klar. Weg damit. Was kann ich mir jetzt so draufschrauben? Barrel.
Was für ist. Nase. Okay. Utility Top. Nee. Utility Bottom. Ein Griff für bessere Stabilität. Mobilität ist egal. Apple Chase. So, da haben wir es dran. Optik ist egal. Magazin. Wie viel Knete haben wir denn überhaupt noch? Egal, alles drauf. Okay, da fahren wir nicht mal genug Knete. Was ist das hier alles? Inbox. Receive. Was kostet mich denn so eine Waffe permanent? Das würde ich jetzt mal gerne wissen. Nee. Shop. So, Purchase. Permanent. Kostet mich 1400 Diamanten. Oder 53.000 von diesen Goldbarren. Die ich anscheinend so im Spiel bekomme. Okay, interessant. Wo kann ich denn hier was kaufen? Also hier Stuff kaufen. Purchase Gems. So. Alles klar. 1000. Hat die gekostet jetzt 1400? Nee, die da wollte ich, genau. 1400, sagen wir mal, ja. Also kostet mich das Teil 5 Euro, ja grob 7,50 Euro. Oder 7 Euro halt. 7 Euro für so eine pisselige Waffe ist schon krass für permanent. Naja. Ist egal, ist eh jedem selber überlassen, ob er da Geld in sowas steckt oder nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier unsere AK ausgerüstet. Wir können ja auch verschiedene Loadouts machen, ne? Dann mache ich hier mal so ein Sniper-Ding. Alles klar, das. Sniper. Alles klar. Fangen wir mal an mit dem AK-Loadout. Wie kann ich denn jetzt den Spiel starten? Ich würde gerne spielen. Quick Match, machen wir erstmal das. Ich hoffe echt, dass das hier nicht so ein Cheater-Zeugs ist. Weil sonst rage ich gleich ein bisschen ab. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ich habe gerade Sonntag, es ist Wochenende, da ist es alles entspannt. Musst du mein Handy hier auf stumm schalten? So. Alles klar. Ah, Join F5. Alles klar. You can earn assist points for helping an ally kill an enemy. Alles klar. Der wird mir rot markiert. Alright. Ich will aber eigentlich gar nicht mit meiner Sniper spielen. Ich kann mit Sniper auf Nahkampf nicht spielen. Ich bin nicht so ein Kill. Krasser Typ. Double kill. Bin ich so ein krasser Typ mit Sniper auf Nahkampf. Wie der da. F1, Loadout Change. Ach so, es ist natürlich ein Sniper-Only-Server. Na gut, jetzt.
Granate. Okay, der Server, der suckt schon mal ein bisschen. Kill. Double kill. Multi kill. Fuck you. Naja, gut. Ja, wenigstens macht man mit der Sniper, die man am Anfang schon gestellt bekommt, macht man ordentlich Schaden. Das gefällt mir schon mal gut. Ei, dich hab ich gesehen. Ja, die Map, die sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Jetzt hier für Daily Missions. Double Kill dreimal. Cool. Boah, wie schlecht. Sniper only sucked. Hä? Hallo. Okay, atmen tut mein Männchen nicht. Hab dich gesehen. Kill. Dankeschön. Boah, nee, nicht schon wieder er. Changing Mag! Der weiß, was abgeht. Hallo. Kill! Double kill! Double kill! Gerade für mich. Kill! Okay, beschleunigen kann ich das irgendwie nicht. Ist schon gay. Kill! Double kill! Changing Mac. Hi. Let me play a little game. Hui, was geht denn jetzt ab? Das Camper Game schlechthin. Fuck, ich hab gerade den Klick. Die Mausempfindlichkeit ist auf jeden Fall deutlich besser. Ich messe ein bisschen rum, ich bin so eine komische Hardcore-Olle. Oh. Kill! Kill! Brapapap. Zwei Shots oder so? Ich würde gerne mitspielen, hallo. Not today. Na gut. Ja, ja. Sag mal, machen die jetzt hier einfach nur Messer oder was? Ei. Boah, bin ich schlecht.
Headshot. Double kill. Changing mag. Changing mag. Oh, das war der falsche. Okay. Oh nein, das ist ein... Hey. Fuck, fuck, fuck. Figgidi fick, fuck. Kill. Oh, weg die Sau. Einfach mal so No-Scope in sein Gesicht. Ich finde das aber krass, dass der Typ echt nie atmet. Also brauche ich nicht. Ne, okay, explodieren tut das nicht. Umgebung nutzen ist also nicht in diesem Spiel. Ach so! One-Hit-Knife oder was? Einfach so von 12.000 Kilometer Entfernung. Läuft bei dir. Lol, der war drauf. Kann ich hier meine Waffe wechseln? Ach so, ich habe gar keine Sekundärwaffe. Was ist denn jetzt gerade los? Verstehe ich nicht. Energy Gain, Recharges Abilities, alles klar. Kill. Jetzt habe ich dich, Kollege Scheiß Camper. Da liefen sie schon am laufenden Band. Ah, okay. MVP Hinge. Okay. Ja gut, das Sniper-Match, das war jetzt so lala, muss ich sagen. Schauen wir uns mal einen anderen Server an. Die haben jetzt erstmal Quick-Join gemacht. Schwuler Touch. So, kriegt man jetzt hier irgendwie... Statistik? 17-11! Und da bin ich noch Level 1, da wäre ich bei Battlefield fast Level 3, Kollege, bei so einer Leistung von Level 1 an. Alter, ich schluck auf. Was ist hier los? Achievements complete, 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 nicht complete. Okay. Gut, nee, verlass das mal. Server Browser. Team Survivor 12 Runden. Was ist das denn? Team Deathmatch 7000 Punkte. Spiel wird auf jeden Fall krass gespielt. Ich sehe die Server überlaufen gerade. Nehmen wir mal dich hier. Eine Runde Team Deathmatch. Läuft bestimmt. Join. Wieder auf der Map? Was soll das denn? So cool ist sie doch gar nicht. So. Ja, ich will Loadout A haben. Wow, ich werde hier spawnen im nächsten Spiel.
Echt jetzt? Gibt's keinen Spectator Mode? Ach nee, ich habe den Chat aktiviert. Oh. Ich habe ihn mit der Sniper aus nächster Nähe in die Brust geballert. Warum muss ich jetzt wieder mit Sniper spielen? Ich habe gerade umgestellt. Was soll das? Spiel, mach mich nicht schwach. So, F1. Ey, das ist wieder Sniper-only, oder was? Boah, ist das ein Scheißspiel. Wir spielen nur mit Sniper, weil die Dinger one-shotten können. Kill. Weil wir sonst nichts drauf haben in diesem Spiel. Kill. Boah. Fuck, hätte ich auch noch gekriegt. Als ob nur mit Sniper funktioniert. Das geht doch nicht. Das macht doch keinen Spaß. Kill. So ein Bullshit hier. Ups. Kill. Jetzt fahr drauf. Hallo. Kill. Ups. Oh oh. Reloading nicht gut. Nix gut. Changing mag. Changing mag. Fuck. Kill. Headshot. Ups. Cool. Oh. Da, jetzt habe ich immer noch Spawnschutz. Der auch. Cover me. I'm reloading. Bam, gemessert, mein Freund. Ja, so gehört sich das. Na, ich bin auf jeden Fall froh, dass man jetzt auf jeden Fall bisher noch keine Cheater gesehen hat. Zumindest so, wie ich das bisher sehe. Aber ich verstehe auch nicht, wie man den ganzen Tag in diesem Spiel hier verbringen kann. Kill. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Oh oh. Kill. Double kill. Ich halte das immer gedrückt. Aber so großartig mit Taktik und so. Kill. Hallo. Reloading. Lol, die werfen Gas. Alles klar, es ist wie Battlefield 1. Kill. Wenn die mit Gas. Fuck. Wenn die mit Gas werfen, ist das die Battlefield 1.
Wusste ich's doch, dass da hinten wieder einer sitzt. Hi. Guck doch noch mal. Da stand ich ein bisschen Brain AFK rum. Auch nicht schlecht. Kill. Kill. Ja. Ach, Mann. Dich sehe ich wohl, mein Freund. Shit. Changing Mac. Ich muss das Mac changen. Rettet mich mit eurem Leben. Hey, Junge! Was? Wo? Ich halt drauf. Schießt der irgendwie so daneben, oder was? In welcher Welt leben wir denn hier? Cover me, I'm reloading. Alles klar. Ja, ich verstanden. Last Blood. Was zu Dog? Ich möchte jetzt bitte einen Modus spielen, in dem man nicht nur mit scheiß Snipern spielt, ja? Level 2, hui, P90 kann ich spielen. Downrange. Okay. Scoreboard. Ja, 15-8. Geht besser. Daraus, aber ich würde mal sagen, die P90, die rüsten wir nochmal direkt aus, oder? Die M4 als Ersatz. Oder müssen wir vorher auswählen, mit welcher Klasse wir ins Match gehen? Weiß ich halt auch nicht. Weapons. Primary. Submachine Gun. So, dich will ich haben. Purchase. Für 3 Tage reicht mir, ist auch egal. Equip now. On dem Ding. Equip. So. Alles klar. Jetzt will ich... Join. Respekt, dass du die Eier hast, hier noch dein Foto hochzuladen. Girl, der ist mit Facebook connected oder was? Ja, ich bin ready. Black Syndicate, eine neue Map. Oh, Team Deathmatch auch. Herr der Pinge, alles klar. Critten, Jojo 7. Ich weiß gar nicht, ob mich die Leute überhaupt hören. Läuft hier auch irgendwo eine Zeit runter oder so? Hallo? Was ist denn das? So. Ich dachte, der Chat hier so. Gar nix. Okay. Ja, Leute, wie sieht's aus hier? Ich möchte spielen. Ich möchte den Leuten was zeigen.
Ah, irgendwas tutet. Okay. To respawn quickly after dying. Wieso jetzt wieder auf dieser Map? Ey, Leute. Wenn das jetzt... Cease fire and get ready. Ja, nice. Alles klar. Eliminate all enemies. Ja. Randale. Kill. Headshot. Fuck. Schade. Egal. Es ist... Die P90 geht ab. Kill. Die P90 geht echt ab. Die P90 ist nice. Kill. Hä? Ach so. Okay, versuchen wir mal F3. Nee, F. Wow, jetzt habe ich die AK nicht mit. Okay. Laufen? Ach so. Kill. Headshot. Double kill. Easy. Kein Ding für die P90. Das macht der P90 aber geil. Da können einfach zwei Leute stehen. Du rotzt den einfach voll das Magazin ins Gesicht. LOL. Okay. Das war aber meiner, Leute. Ich kämpfe da in die Ecke. In jedem Spiel gibt es diese Penner. Ja gut, also auf Entfernung kann das Teil nichts. Aber macht Spaß. Fuck it. Den hab ich gesehen. Den habe ich zu spät gesehen. Aber das Spiel sieht echt matschig aus. Also für ein Spiel, was dieses Jahr rausgekommen ist. Ne? Jawohl, noch zwei mit der Granate geholt. So gehört sich das. Damit MPs geht das doch hier mehr ab. Da geht die Action richtig los. Kill. Double kill. Zack. Easy. Nix können sie, die keinen Stinker. Kill. Headshot. Headshot. Schade. Alles klärchen, Bärchen. Fuck it! Black Wolf, weißt du was? Kill! Ja, alle mit der P90. So gehört sich das hier. Immer. Immer schön rein da. Hä? Dir hab ich ja wohl. Nee, Kollege. Nee, du fällst jetzt um. Tja, ein bisschen sprayen. Das kann ich dir noch stecken. Flash. Nicht dein Ernst. Kill. Double kill. Scheiß Camper. Camper haben richtig kleine Lümmel, Leute. Wisst ihr das nicht? Kill. Headshot. Reloading.
Dann. Fuck! Ich habe ja nur 29 Schuss im Magazin. Okay. Aufräumen, ja! Headshot, double kill. Schade. Einfach mal in den gegnerischen Spawn rennen und die alle wegmachen. Hallo. Kill, head, double kill. Schade. Ich habe 20 Tode, gibt's ja nicht. Huch, da kam er von da. Auch gut. Einfach immer in Bewegung bleiben, das ist viel mehr mein Spielstil. Oh. Oh shit. Ach, Typ. Hä, als ob. Nee, nee, nee. Ich hab dich voll. Oh. Ich hab dich voll oft getroffen, Kollege. Kill, headshot. Ich dreh ab. Kill. So gehört sich das. Ja, ich hatte nichts mehr im Leben gehabt. Nice Hack. Bisher habe ich schon nichts gesehen von wegen Hacken. Es zumindest noch nicht zu spüren bekommen. Kill. Double kill. Uiuiuiui. Also das war's schon wieder mit der Runde. Na gut. Oh scheiße, wir sind auch schon 50 Minuten damit zugegangen. Ja gut, wird Zeit für ein kleines Fazit. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, es muss nicht sein. Ich glaube, das ist auch jetzt das erste Spiel, wo ich sagen kann, Leute, ihr habt nichts verpasst. Was haben wir jetzt hier? 23, 26. Also es hat mich auch noch nie so wenig gejuckt, Verzeihung, wie meine KD ist, wie in diesem Spiel. Nee. Ich meine, ich hau euch den Link natürlich in die Videobeschreibung. Wer es ausprobieren möchte, kann das gerne tun. Hacker habe ich Gott sei Dank nicht gesehen. Und ich weiß auch nicht, ob nur diese eine Map da die beliebteste ist oder warum die so oft gespielt wird. Ich hoffe nicht, dass es die einzige Map ist. Das wäre sonst ziemlich traurig. Aber für ein Spiel, was dieses Jahr released wurde, ne? Auch wenn es Free-to-Play ist, es gibt genug Free-to-Play-Titel, die richtig knorke sind. Sei es zum Beispiel jetzt, bestes Beispiel ist Warframe. Free-to-Play? Aber richtig geil, macht Spaß. Habe ich auf Steam, glaube ich, mal gehabt. über 300 Spielstunden. 320. Und ich habe das Spiel gespielt, bevor es auf Steam überhaupt war. Ja, ich habe halt immer runtergeladen vorher. Also ich habe über 300 Spielstunden da drauf. Free-to-Play macht Bock. Aber das Spiel, da bin ich jetzt, was weiß ich, 40 Minuten zugange. Da 10 Minuten Intro oder da Tutorial, da kannst du eh eine Pfeife rauchen. Nee. Ganz ehrlich, ich würde sagen, nee. Aber kann jeder selber herausfinden. Ich hau den Link in die Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt mir es gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Spiel findet, wenn ihr es selber gespielt habt. Ich würde mich dafür sehr interessieren. Sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.